So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Wir spielen auf der Map Drohne im tiefen Dschungel. Und wir spielen diesmal Hardcore Team Deathmatch. Das heißt nicht das normale Team Deathmatch, sondern halt in der Hardcore-Variante. Und da geht's auch schon los. Ich weiß nicht, womit ich gleich starten werde. Am besten mit irgendwas. Ich starte mit einfach der Fall. Weil ich da gerade Bock zu habe. Wahrscheinlich werde ich gleich auch wieder auf meine AN umwechseln. Aber das wird sich zeigen. Nein! Muss ich echt wieder auch dran gewöhnen. Wenn ich Hardcore spiele, dann muss man nämlich... Was ist das denn? Weil das war ich, oder was? Ja, das war meine Leiche. Ich sag. So. Das war wirklich mal Vergeltung. Jetzt geht's hier hoch. Hardcore ist halt ein etwas langsameres Pacing, würde ich sagen. Nicht ganz so schnell wie... ganz normale Team Deathmatch, aber das hat ja nichts zur Sache. Ist, vielleicht tut Call of Duty eigentlich auch relativ gut, dass es vielleicht nicht ganz so hektisch ist, nicht ganz so schnell vonstatten geht. Aber mal schauen. Oh, hier kommt keiner. Jetzt haben wir aber der zweite. Ah, ich habe eine Pistole, okay, das ist gut. Pistole ist richtig stark im Hardcore, weil du halt richtig schnell die Leute damit holen kannst. Aber irgendwie verstecken die sich gerade richtig schön. Oh, hinter mir. Feindliche Drohne. Nee, irgendwie nicht. Jetzt haben die auch noch eine Drohne. Aber wo bleiben die denn? Irgendwie verkriechen die sich gerade, habe ich das Gefühl. Und irgendwie habe ich das Gefühl, meine Maus ist viel zu langsam. 3000 DPI. Probieren wir es mal so. Ja. Das war Nummer 2, oder? Ich finde es echt praktisch, wenn man die DPI an der Maus direkt umstellen kann. Aber jetzt glaube ich, jetzt das Gefühl habe, dass es jetzt ein bisschen zu hektisch ist, aber passt schon. Muss man halt ein bisschen ruhiger agieren, wenn das nicht so ganz meine Stärke ist. Ah. Ja. Wow, wow, wow. Irgendwie sieht das Gefühl, dass sie zieht voll nach oben. Ja. Muss ich mal reinpusten? So. Jetzt muss ich da Staubgefummel fahren. Na. Ja, ich dachte, ich hätte so eine, diese scheiß Mine getötet. Oder irgendwie hatte ich sogar abgeschossen, ne? War der nicht vielleicht sogar da oben? Püff? Nein. Aber hier oben ist niemand. Okay. Hier kommt wahrscheinlich jetzt auch kein Arsch vorbei. Wahrscheinlich werde ich gleich von links erschossen. Ah, da schießt ein Sniper von der Sniper-Position hinten auf dem Platz. Mal gucken. Ob ich den holen kann. Wo ist er? Na! Da sitzen, glaube ich, zwei. Wie dreist, ey. Oh, da war wer. Na, weggefragt worden, ne? Aua! Leute. Alter, was explodiert denn hier? Wie viel hat er davon? Hä? Habe ich nicht verstanden. Wie viel Explosionsscheiß haben die Leute denn? Unendlich oder was? Wow, 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 wow. Na komm her. Hä? Habe ich auch wieder nicht gesehen. Ich glaube, ich bin irgendwie ein bisschen bescheuert oder so. Egal. Hier war doch gerade einer, oder? Na? Komm nochmal raus. Jetzt traut er sich nicht mehr. Trollalalalal. Na, sind die ganzen Sniper jetzt da immer noch auf ihrem beknackten Berg? Wow. Naja, aber das ist eine scheiß Schussanlage. Naja, da komme ich nicht raus. Das Ding zerfetzt einem Hardcore halt instant.
Was soll ich mit euch, Leute? Spielt ihr überhaupt Hardcore oder spielt ihr eigentlich fast nur ausschließlich normale? Weil ich sage, in Modern Warfare 2 habe ich sehr gerne das Hardcore gespielt, aber hier spiele ich es auch irgendwie weniger. Ich habe wirklich einen Plan, wieso. Was hält das aus? Lol. Was soll ich denn meine Ahnen? Was ist denn hier los, ey? Nicht meine Runde. Ich hab noch schon länger nicht mehr gespielt. Vielleicht ein bisschen einspielen. Ordentlich hinsetzen. Jetzt habe ich das derbe schöne Hybridvisier drauf. Das hat ganz schön lange gedauert. So. Ich mag meine AN. No, Junge, schießt er mit dem Noob-Tube hoch oder was? Ah, lächerlich, ey. Richtig, richtig lächerlich. Oh, du schießt schon wieder hinter mir rein, ey. Oh, wie fix das wieder geht im Hardcore, ey. Das bin ich echt nicht mehr gewöhnt. Ich spiele halt ein paar mehr Runden. Ne? Vielleicht wird das ja in der nächsten Runde dann ein bisschen besser. Oder ich sag doch, das Ding zerstört den Insel. Boah, wir werden so zerpflückt worden, ey, von den Gegnern. Was ist da denn los, ey? Jetzt gleich. Püff. Leute, das Ding auf den Boden zielt. Eine Sekunde hoch. Instant. Mal wieder, kann er denn im Blinken schreiben? Ja, too easy. Freu dich, mein Freund. Naja, ich unterbreche die Aufnahme und wir sehen uns gleich in der Wiederrunde der zweiten. So, zweite Runde. Team Deathmatch, immer noch im Hardcore. Schauen, ob die jetzt besser läuft, ob der Standoff-Karte. Ich hoffe doch. Wow. Nein! Oh, ja, ist ja klar. Das ist so. Oh, der hat da drin gewartet. Das hätte ich mir eigentlich denken müssen. Aber so weit habe ich nicht gedacht. Oh, oh, oben im Fenster. Der da noch ist. Nein. Was? Ah, von hinten, ey. Da habe ich schon das Gefühl, die Gegner werden unsichtbar, weil ich es nicht mitkriege. Schlecht, 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 ey. Ey. Oh. LOL. Instant Header. Ist klar, mein Freund. Und er stirbt nicht, wenn ich ihn anschieße, wa? Ist ja so unlogisch. Habe ich ihn nur auf der Map gesehen habe und dann erst rumgeschwenkt bin, ey. Scheiß die Wand an. Na, wo bleibt ihr? Ist hier drinnen wieder jemand am Campen? Naja, aber draußen kommt wer, oder? Oder auch nicht? Nein! Oh Mann, der Scheiß. Freund hat mich abgelenkt. Ich habe ihn fast vollen Rücken geballert, ey. Na, das war eine Schockladung. Ich dachte schon, haha. Das habe ich gemerkt. Oh, wie er da gewartet hat. Oh, schlecht. Wir sind in Front. Was hier oben mehr? Campen ja gerne. Oh, lalala, was war das? Was war das? Ja, das frage ich mich auch. Voll drauf gehabt. Und dann nein! Und dann geht da gar nichts rein, ey. No, komm, Mann! Stell dich halt da mitten rein. Ja, stell dich vor mich, du bist... Alter!
Reg mich nicht auf. Boah, da sind zwei. Macht doch gleich Gruppenkuscheln da drin, Leute, Leute, Leute. Nein, er wirft mir auch was in die Fresse. Unglaublich. Nate Spam FTW oder was? Na, komm, Leute. Gehen wir hier hoch. Tap, tap. Na, was? Ich hab Hallus. Und dann ist da ja doch jemand mir hinterhergelaufen. Tschüss. Das ist das Geile am Hybridvisier. Weil ich echt noch nicht viel Erfahrung mit dem Ding gesammelt habe. Aber es ist schon praktisch. Na? Hallo? Sind wir zu Hause? Was? Lol. Das war jetzt einer von den Gegnern, naja. Ich dachte schon, ich hätte wieder einen Freund erschossen. Hallo? Ist jemand da? Oh. Ja, der hat gleich geschossen, Mann. Nein! Ja, mein Freund hat mich gleich da. Ist von hinten in ihn reingestürmt, ey. Nicht schön, aber sehr. Hallo? Ist hier wer? Ist hier oben wer? Camp wer? Nein. Aber hier unten campt da bestimmt irgendwo wer. Ich kenne euch doch. Aha. Nein, vielleicht hätte ich zielen sollen. Ich dachte gerade eben so, ja, hast du so richtig geil weggelacht. Komm, den holst du jetzt auch an. Zoomt ja, ja, nix ist. Oh, verdammt, der wusste, dass ich da um die Ecke sitze, ey. Warum? Wo steht's eigentlich? Oh, 0,8. Was? Wer hat wen getötet, Junge? Oh ja, komm! NC. Na, wo bist du? Bist du hochgewandert oder was? Ne, ist nur Kollege Schrubberwutz. Das ist eine Jagdkurs teilweise echt so ein bisschen. Ich weiß schon, warum ich das nicht mehr spiele, ey. Es geht zu schnell. Es passt einfach nicht zum Call of Duty Gameplay, finde ich. Habe ich so das Gefühl. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Drohne nähert sich. Oh, was der da alles hochgeworfen hat. Oh, wer dem entgegenkommt. Jawoll! Zum Ende noch richtig abgeräumt. Oh, da war sogar der letzte Abschuss. Dann nehme ich mein Visier und bim, 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 ab in seinen Rücken. Na, 13, 11, 1, 18. Das war zum Ende ja nochmal irgendwie ausgeglichen. War okay, würde ich sagen. So. Starten wir von mir aus gleich noch eine Runde. Ja, weil irgendwie 40 Sekunden hier nicht unbedingt mit mir in der Lobby gammeln müsst, nehmen wir uns gleich wieder. Bis dann.